Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Das Achtelfinale in der Champions League steht an. Tippt doch wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Der zweite Teil kommt nächste Woche natürlich auch. Wundert euch nicht, ich bin ein bisschen heiser. Aber ja, das gehört halt zum Fußballfan-Dasein dazu. Los geht's jetzt mit Atletico gegen Liverpool. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Und mit diesem Duell startet die Champions League ins Achtelfinale in der Saison 19/20. Der FC Liverpool in den dunklen Trikots von rechts nach links im ersten Durchgang als Titelverteidiger hier in der Favoritenrolle hatte dann die erste Halbmöglichkeit, dritte Minute. Roberto Firmino schließt hier ab. Oblak hat mit sowas aber natürlich keine Probleme. Atletico tat sich schwer, hier ins Spiel zu kommen, weil der FC Liverpool auch gut weitermachte. Fabinho, starker Ball zu Mo Salah, der lässt sich da ein bisschen abdrängen. Mit der Hacke spielt er dann zurück. Savage klärt nur in den Rückraum. Oxlade-Chamberlain steht am Ende dieser Verwertungskette, bringt den Ball auf den Kasten. Aber wieder ist Oblak da und wieder sind die Probleme in Grenzen. Nun das erste Mal die Gastgeber vorne aktiv. Thomas Partey und Correa im Zusammenspiel. Vitolo, Correa zu Thomas Partey. Alisson Becker kommt ganz clever raus. Macht den Winkel so ultraspitz. Dann ist er mit dem Schienbein da und klärt das Ding. Kurz vor dem Seitenwechsel Correa in der eigenen Hälfte. Hermoso mit diesen folgenschweren Fehler. Salah, Chamberlain, Salah nochmal rübergelegt zu Roberto Firmino. 45. Minute, das 1:0 für die Gäste. Das war dem Spielverlauf auch entsprechend. Und Auswärtstore schmecken in der K.O.-Phase der Champions League natürlich auch doppelt so gut. 45 Minuten waren dann eben vorbei. Atletico musste sich was einfallen lassen. So möchte man nicht unbedingt in das Rückspiel starten, wenn es dann an die Anfield Road geht. Atleti gelobte nun aber auch Besserungsstunde gespielt. Llorente über die linke Seite. Doch Gomez und Alisson Becker klären da gemeinsam. Sonst hätte das hier schon zum Treffer führen können. Dann schlief die Partie ein bisschen ein. Der FC Liverpool konnte damit gut leben. Nun waren sie mal wieder nach vorne unterwegs und sie schlugen eiskalt zu. 76. Minute. Wieder Roberto Firmino. Sehr artistisch. Steigt da zum Seitfallzieher hoch. Jan Oblak überwunden aus kurzer Distanz. Kann er hier wieder nichts machen. Atleti wollte dann direkt antworten. Flanke aus dem Halbfeld. Correa mit dem Kopfball. 79. Spielminute. Der Anschlusstreffer fiel also nicht. Postwendend. Das letzte Wort zu sprechen hatten dann nochmal die Mannen von Klopp. Fabinho zu Mo Salah. Fabinho, der hat da relativ viel Platz. Lässt sich die Chance nicht nehmen. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit macht er das 3:0 und vermutlich auf dieses Duell schon den Deckel drauf, denn dass Atletico Madrid in dieser Verfassung mit 3 Toren Unterschied in Liverpool gewinnen wird, ist doch ziemlich unrealistisch. Die Generalprobe der Dortmunder war gelungen. Sie fertigten Eintracht Frankfurt mit 4:0 ab. Ein deutliches Ergebnis und Schwarz-Gelb hatte hier gegen Paris auch einiges vor. Das zeigten sie von Beginn an, waren hier motiviert, Akzente zu setzen, und die hatten sie auch, setzten sich in der gegnerischen Hälfte direkt fest und die Franzosen hatten Probleme, sich daraus zu befreien. Sancho zu Witzel, dann auch der erste Abschluss aufs Tor. Keylor Navas kann die noch halten, doch es sollte zeigen, in welche Richtung es hier am Dienstagabend noch gehen sollte. Knappe Viertelstunde gespielt, Emre Can, der jetzt auch endlich Champions League spielen darf, war ja für Juve und den Kader nicht nominiert. In der Gruppenphase Haaland, 17. Minute, traf ja auch wieder in der Bundesliga. Hier versucht das mal aus der zweiten Reihe. Nichts zu sehen von den Gästen. Thomas Tuchel zurück an alter Wirkungsstätte.
hatte seinem Mann wahrscheinlich heiß gemacht, aber so viel brachte das nicht, denn der BVB kam wieder. In Person von Emre Can, 30. Spielminute. Keylor Navas schnell unten und fischt ihn raus. PSG und Champions League, das scheint manchmal einfach nicht hinzuhauen. Und auch so wirkte das hier an diesem Abend. Weiterhin ausschließlich schwarz-gelb. Witzel, Haaland, Hazard von der 16-Meter-Linie. Versucht er es nochmal vor dem Seitenwechsel. Da war vielleicht auch keine hundertprozentige Möglichkeit dabei. Doch in der Vielzahl sollte dann ein Ball von diesen auch gerne mal den Weg ins Tor finden. So ging es torlos in die Katakomben. Der BVB konnte mit dem Spiel absolut zufrieden sein. Aber das Ergebnis war noch nicht so ganz zufriedenstellend. Daran wollten sie arbeiten. Fehler von Juan Bernat. Es geht schnell in die Gegenrichtung. Can legt raus zu Hakimi, der Außenverteidiger, mit einem super Antritt. Legt zurück und Emre Can bekommt den Ball wieder. 48. Minute. 1:0 für den BVB. Hochverdient, und jetzt hatten sie ihren Treffer. Der BVB also mit guter Ausgangsposition. Nun wussten die Franzosen, die Stunde hatte geschlagen. Sie mussten jetzt was machen. Mbappé, was für ein Pass. Und dann reicht eben auch ein genialer Moment auf der Gegenseite. Edinson Cavani bekommt den Ball von Mbappé. Dann steht es doch wieder nur 1:1. Der Sieg wäre auf jeden Fall für den BVB verdient. Sie arbeiteten weiter daran. Witzel, doch Sancho steht in der Schussbahn. Der wäre wohl gefährlich aufs Tor gekommen. Ob es zum Treffer gereicht hätte, sei mal dahingestellt. Ab und zu standen sie sich wortwörtlich eben selbst im Weg. Wieder der BVB. Haaland, Sancho aus der Drehung. Es änderte sich wirklich nicht viel nach dem Ausgleich. Das war eben diese eine Situation, die PSG nur braucht, und sie nutzten sie aus. Doch dann in der Schlussphase kam sie trotzdem nochmal. Ein zweites Mal in den gegnerischen Strafraum. Ander Herrera und Roman Bürki ist zur Stelle. Der war wirklich sehr wenig getestet, beim Gegentreffer machtlos. Jetzt endlich konnte er mal zeigen, wo seine Qualitäten liegen. Und das 1:2 wäre jetzt der Super-GAU gewesen. Gab es aber in der Nachspielzeit noch den Lucky Punch für Dortmund. Die 93. Minute schon vorbei. Und sie gab es nochmal die Chance. Thorgan Hazard, doch der Treffer hätte nicht gezählt. Beim Abschluss von Witzel, der vor die Füße abprallt von Hazard, steht der Belgier im Abseits. So endet diese Partie mit 1:1. Die Ausgangslage etwas besser für PSG, doch spielerisch hat Dortmund hier schon auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt. Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia. Nominell vielleicht das uninteressanteste Achtelfinale in der Champions League, aber was die beiden Mannschaften, vor allem Atalanta, in der Liga reißen, das ist überragend. Und wenn man hier im Achtelfinale steht, hat man es auch irgendwo verdient. Alejandro Gomez in der 7. Minute zeigt, dass Bergamo in der Serie A offensiv unglaublich gefürchtet ist. Da waren unfassbare Siege dabei. Hier gehen sie dann relativ früh in Führung. Auf der Gegenseite brauchte es ein bisschen zu einer guten Chance. 34. Minute. Golini fährt die Hand aus und pariert den Ball. Verhindert somit das Auswärtsgegentor. Vor dem Seitenwechsel wurde es nochmal etwas interessant. Gosens, der Deutsche, treibt das hier an. Am Ende ist es ein Abschluss von Iličić. Und das war nicht verkehrt. 42. Minute, fast noch der zweite Treffer in diesem Duell vor dem Seitenwechsel. Aber
Es sollte noch nicht sein. Doch es war immer noch nicht Pause. Atalanta hier klar die bessere Mannschaft. Gosens über die linke Seite bringt diesen Ball. Der ist gut hereingebracht. Führt aber wieder nicht zum Erfolg, weil Valencia da einen guten zwischen den Pfosten stehen hat. Wunderbare Reaktion. Und so geht es aus Spanier Sicht glücklich mit 1:0 nur in die Pause. Das musste jetzt deutlich besser werden bei den in weiß gekleideten Gästen. Und danach sah es auch erstmal aus. Rodrigo zumindest mit einer Annäherung in der 59. Spielminute. Etwas aus der Drehung. Der ist zwar gut angedreht, aber nicht ausreichend. Golini schaut den ganz knapp am Pfosten vorbei. Nur wenige Minuten später, Valencia wirklich jetzt mit einem anderen Gesicht. Rodrigo legt den Ball raus. Ferran im Strafraum, zurück zu Rodrigo. Und Golini zeigt mal wieder. Der hat Lust hier zu 0 zu spielen. Aber dieses Auswärtstor wäre für Valencia extrem wichtig. Condogbia mit der Flanke. Der Ball irrt da durch den Strafraum und da ist Daniel Parejo. 82. Minute. Doch der Treffer Golini kommt gegen diesen Aufsetzer nicht mehr schnell genug runter. Von Atalanta im zweiten Durchgang zu wenig zu sehen. Jetzt aber nochmal gefordert. Iličić mit einer guten Einzelaktion und der Vorlage zu Alejandro Gomez. 93. Spielminute. Das 2:1 für die Italiener. Das Ende in dieser Partie verbessert deutlich die Ausgangslage. Aber Valencia hat den Auswärtstreffer. Und somit würde ein einfaches 1:0 für die Spanier im Rückspiel schon reichen. RB Leipzig zu Gast bei den Tottenham Hotspurs. Und es wurde eine unterhaltsame Partie. RB Leipzig von Beginn an dominant. Tottenham in der Defensive aktiv. Und hier konnte sich das gleich mal bezahlt machen. Für die mutige Spielweise, die Leipzig hier an den Tag legte, wurden sie belohnt. 10. Minute. Amadou Haidara schiebt den Ball vorbei ins Glück. Die Viertelstunde zu Beginn gehörte klar den Gästen. Dann wachten die Spurs erstmals auf. 14. Minute. Heung-min Son stand aber im Abseits. Das heißt, der Treffer hätte nicht gezählt. Trotzdem auch wäre Gulashi sehr wichtig, dass er sich da mal auszeichnen kann. Nur noch 5 Minuten bis zum Seitenwechsel. Leipzig konnte mit diesem 1:0 gut leben. Setzte nochmal nach. Kopfball von Paulsen, in den sich aber Vertonghen reinschmieß. Regelkonform, wohl gerade so an der Grenze, spielt den Ball wohl mit der Schulter. 0:1 nach 45 Minuten. Die Spurs müssten hier nochmal ein bisschen mehr nach vorne machen. Ansonsten könnte das ganz böse enden. Leipzig dann mit diesem Fehler. Klostermann in den Fuß von Aurier. Ndombele legt sich den Ball da an Konrad Leimer etwas zu leicht vorbei. Wings, Ndombele, der hat sich den Treffer hier verdient. 48. Minute, der Ausgleich. So schnell kann es dann eben auch wieder gehen. Dicker Bock von Klostermann, wie schon in der Liga gegen Gladbach vor einigen Wochen, wird dann auf hohem Niveau sofort bestraft. Doch Leipzig ließ sich davon kaum verunsichern, überhaupt nicht, um genau zu sein. Schlug sofort zurück, 59. Minute, Amadou Haidara mit dem Doppelpack. Das war mal ein Ausrufezeichen. Und Leipzig bekam jetzt richtig los. Dani Olmo, Haidara zu Yusuf Paulsen und das 3:1. 73. Spielminute. Klasse gespielt. Schwach, aber auch verteidigt. Und die Verteidigung überhaupt funktionierte bei Tottenham jetzt kaum noch.
Wieder Leipzig. Paulsen, das ist zu einfach. Halstenberg freigespielt. 81. Minute. 4:1. 4 Auswärtstore, das ist eine krasse Überraschung. Nun aber nochmal Tottenham. Son mit dem Eckstoß. Lucas Moura steht dazu frei in der 87. Das 2:4. Dabei blieb es am Ende auch. Das lässt aber tatsächlich die Hoffnungen nochmal etwas höher schlagen bei Tottenham. Sie müssen sich natürlich anders präsentieren, doch mit dem zweiten Treffer jetzt ist die Lage nicht ganz aussichtslos. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, am Donnerstag kommt Bundesliga, nächsten Montag dann der zweite Teil der Champions League. Danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Video und adios.